Geisterspiele in der Bundesliga. Droht uns dieses Szenario etwa? Die ersten leeren Ränge wegen des Coronavirus stehen uns wohl bevor. Inwieweit auch Mitteldeutschland betroffen ist, darüber reden wir gleich. Und damit herzlich willkommen zu MDR um 2 an diesem Montag. Auch noch mit diesen Themen für Sie. Zunächst auf die Straße bei uns. Auf der A38 kam es in der Nacht zwischen Schafstedt und dem Dreieck Halle Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleintransporters kam dabei ums Leben. Stundenlang musste die Autobahn gesperrt werden. Gullydecke, liebe Zuschauer, sind ja an jeder Ecke zu finden und sie können zu richtig gefährlichen geschossen werden. So wie jetzt in Leipzig, wo Einbrecher ein Modegeschäft mit einem Gullydeckel attackiert haben. Ja, und das nicht zum ersten Mal. Für die Inhaber natürlich ein gewaltiger Schaden. Jetzt zur Stadt Niesky in Sachsen. Sie ist ja Schmuck und auch schön. Nur etwas Unvorhergesehenes passieren, wie zum Beispiel ein Brand oder eine Menschenrettung, sollte besser nicht. Denn die Freiwillige Feuerwehr hat einfach nicht mehr genügend Leute, um wirklich noch für Sicherheit sorgen zu können. Hoffentlich dann aber bald. Sie sind dem Tod offenbar nur knapp von der Schippe gesprungen. Zwei Dutzend Mieter eines Dresdner Hochhauses sitzen gestern ahnungslos vor dem Sonntagabend-Krimi, als im Keller des Gebäudes ein Brand ausbricht. Nur weil noch viele Bewohner wach sind, wird das Feuer noch rechtzeitig bemerkt, zum Glück. Es steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter. Doch, ja, wie damit umgehen? Seit gestern sitzen dazu Experten zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie zusammen. Geplant war diese Tagung schon lange vor Corona. Doch auch hier ist das Virus das bestimmende Thema. Und bei dem Kongress dabei ist unsere Kollegin Sabine Schön. Grüß dich, Sabine. Ja, sind denn die Experten der Tagung heute als Gesprächspartner mehr als sonst gefragt? Wie sieht's aus? Das so einfach sein mit Händewaschen zum Beispiel. Vielen, vielen Dank. Sabine Schön aus Leipzig, danke schön für deine Informationen. Das Dresdner Uniklinikum hat heute eine neue Infektionsambulanz eröffnet. Auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping war vor Ort. Vor Ort in Dresden ist unsere Reporterin Gesine Schöps. Ich grüße dich, Gesine. Ja, wie groß ist denn die Nachfrage bei der Ambulanz bei dir? Das war das mit neuen Informationen aus Dresden. Vielen, vielen Dank, Gesine. Ja, und Tschechien, liebe Zuschauer, hat zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus Stichprobenkontrollen für Einreisende eingeführt. Ja, und in Italien sind die Maßnahmen, um die Ausbreitung von Corona einzudämmen, weitaus drastischer. Hier hat die Regierung im Norden des Landes 14 Provinzen und die Region Lombardei regelrecht abgeriegelt, inklusive der Metropolen Mailand und Venedig. Soweit, liebe Zuschauer, unser Coronavirus-Blog bei MDR um 2. Und jetzt machen wir weiter mit unserem nächsten Thema. Es gibt etwa 1,5 Millionen Menschen hierzulande, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Und für die Menschen bedeutet das natürlich, dass sie trotz Beeinträchtigung mobil bleiben können. Umso schlimmer ist es, wenn die Rollstühle weg sind, in unserem nächsten Fall sogar gestohlen. In Altenburg ermittelt die Polizei im Fall von zwei Hoteleinbrüchen in einer Nacht. Sonntag früh um 3 schlugen die Verbrecher zu und um ihre Spuren zu verwischen, versprühten sie die Ladung eines Feuerlöschers in einem der Hotels. Dass ein Täter aber gefilmt wurde, hat er offenbar nicht gemerkt und so gibt es für die Ermittler jetzt ein paar sehr erhellende Aufnahmen. Hoffentlich. Wenn Wissenschaftler in die Arktis reisen, um zu forschen, denken wohl die wenigsten daran, dass ihnen auf dem Eis einige Gefahren drohen könnten. Unter anderem durch neugierige Eisbären zum Beispiel. Und so ist es eben auch für die Polarforscher unerlässlich, ein Eisbären-Schießtraining zu absolvieren, ob sie nun wollen oder nicht. Ja, und hoffentlich muss er das Schießgewehr nie benutzen. Jens Weißflog, Sven Hannawald, Karl Geiger, viele große Stars gab es schon beim Skispringen. Doch auch die ganz Großen unter den Springern haben mal ganz klein angefangen. Wie lernt man aber so hier von einer Schanze zu springen? Und was machen die Wintersportler in Zeiten des Klimawandels? Eine Woche lang haben wir jungen Nachwuchsspringer im Thüringer Wald begleitet. Ja, und morgen sehen Sie dann bei den Flöhen von Lauscher, dass man als kleiner Skispringer gar nicht früh genug mit dem Training beginnen kann. Morgen dann, wie gesagt, mehr dazu. Und jetzt zu weiteren Meldungen des Tages für Sie, kurz und kompakt. Was wünschen Sie sich eigentlich zum Geburtstag so? Hm? Blumen, Torte, Ständchen? Eine Dame aus den USA hatte einen, sagen wir mal, sehr ungewöhnlichen Wunsch. Sie wollte nämlich unbedingt in den Knast. Und das zu ihrem 100. Warum dieser bizarre Wunsch? Das hat uns brennend interessiert.
Ja, und wir kommen jetzt zum Sport und schauen nach Oberwiesenthal. Da ging gestern ja die nordische Ski-WM der Junioren zu Ende. 8 Tage kämpften etwa 1000 Sportler um Titel. Dazu gab es eine Premiere, die nordische Kombination der Frauen. Und hier schrieb eine deutsche Geschichte. Drücken wir jetzt schon mal die Daumen dafür. Ich hoffe, Sie haben schon zu Mittag gegessen, denn sonst werden Sie in den kommenden Minuten garantiert Appetit bekommen. Denn jetzt geht es ein letztes Mal um leckere Menüs im Restaurant. Schick angerichtet und von Hand zubereitet, denkt der Kunde. Die Wahrheit aber ist, auch in Spitzenküchen hat Fertigessen längst Einzug gehalten. Und es gibt sogar Restaurants, die sich ganze Menüs in der Fabrik kochen lassen. Spitzenküche vom Fließband gibt's nicht. Und wie? Ja, aber Hauptsache, es schmeckt. Das Bild von Menschen, die völlig abgelenkt durch ihr Handy oder auch anderen Sachen auf unseren Straßen rumlaufen, sieht man immer öfter. Die Folge sind auch immer häufiger Unfälle. Zunehmend auch mit Straßenbahnen, die nicht gehört oder auch gesehen wurden. Deshalb hat sich mein Kollege Stefan Ganz die Frage gestellt, wie lebensgefährlich ist die Ablenkung durch Kopfhörer wirklich? Mit den Erfurter Verkehrsbetrieben hat er den Test gemacht. Aurélie Bastien ist ja bei MDR um 4 im Studio die sympathische Expertin für französische Köstlichkeiten. Gleich werden Sie sie aber in ungewöhnlicher Situation und doch recht hilflos erleben. Denn Aurélie braucht Hilfe und zwar von einem anderen Experten, unserem Tierexperten Dr. Ronald Lindner. Denn Aurélie hat ein tierisches Problem. Und jetzt schalten wir ins MDR um 4 Studio zu dir, lieber René. Sag mal, René, wie sieht es eigentlich bei dir persönlich aus? Bist du in so einer Art Coronavirus-Panik oder geht es noch bei dir? Nein, gar nicht. Ja, in der Tat. Und die Frage ist, wohin? Das ist die Frage. Das ist genau die Frage. Und wir in Bad Saurau soll übrigens ganz hübsch sein. Wunderbar. Schöne Sonne. Schöne Saunalandschaft kann man machen. Kann man machen. Alles klar. Aber wenig Sonne. Ich denk drüber nach. Dankeschön, René. Das war's von uns. Und wir sehen uns morgen wieder, liebe Zuschauer, Punkt 14 Uhr. Vielleicht mit Sonne.